Willkommen zur Computerstraße. Ich begrüße euch total und recht herzlich heute mal in eigener Regie, in eigener Fakultät, in eigener Sache. Ihr seid jetzt hier in der Kopierstraße bzw. hier in der Kopierecke. Hier wird aber nicht nur kopiert, ihr seht hier die ganzen Computer, die hier stehen. An alle künstlerischen Studenten, an alle Designstudenten, an alle Studenten, die überhaupt mit Film, Foto und mit anderen Sachen zu tun haben. Ich hatte auch gerade eine junge Dame, die an ihrem Mac arbeitet. Mac haben wir auch, kein Thema. Die am Mac arbeiten und dort, wie gesagt, ihre Sachen machen und waren hochgradig erfreut, dass man gar nicht so teuer ist. Wie gesagt, wir sind nicht so teuer, wir machen hier auch keine Experimente, wir sind auch für die Kunden da, auch für Studenten da, wir sind für euch da und helfen, wo wir können. So, hier ist sozusagen die Kopierstraße, beziehungsweise hier kann gearbeitet werden, hier wird auch geholfen, nicht nur bei Schrift, auch bei Bildern. Wir arbeiten also bis zu 1200 x 1200 dpi zu 64-Bit Digitaltechnik. Und sollte die Digitaltechnik mal defekt sein, wird die auch sofort repariert. Die Preise sind human, sehr human. Das haben jetzt hier gerade einige Studenten auch gemerkt. Ich war noch nie teuer, werde auch nie teuer werden. Ich weiß gar nicht, was das Wort teuer bedeutet. Eine Kopie, eine gute, 20 Cent, weiß nicht, mit gutem Papier. Wie auch hier für Kunststudenten, die jetzt gerade Bilder ausgedruckt haben, Farbkopie oder Farbausdruck 1200 x 1200 dpi zu 64-Bit Digitaltechnik, 40 Cent pro Seite, auch dickes Papier dann halt 10 Cent mehr, 50 Cent. Hier wurden gerade erstklassige Bilder ausgedruckt, die junge Frau war total perplex, weil die sonst eine Null dahinter schreiben musste. Nee, 20 Euro nehme ich nicht für sowas, also ab 20 Cent. Je nachdem. Man wird also bis 5 Cent billiger, aber leider nicht bei Farbe. Farbe muss leider, geht nicht anders. Das sind gemietete Geräte und die Mietpreise müssen ja gedeckt sein. Aber dennoch, Sitzplatz hier, 20 Cent, arbeiten ab 20 Cent aufwärts, also mehr ist hier nicht. Dann noch Intervallen. Bei 50 Stück fällt der Preis, wenn einer viel arbeitet, fällt der Preis sogar bei 25. Ich habe hier einige Lehrer, die ihre Sachen machen, die kriegen natürlich Sonderkonditionen. Das bleibt auch so. Und ja, wie gesagt, man kann sich hier auch vor Ort anschauen, die Farben und das alles. Viele Schauspieler waren ja schon hier. Für viele Schauspieler wurde ja auch hier vieles schon gemacht. Also ihr seid hier in der sogenannten Kopierecke, die halt auch so gehalten ist, dass ihr ein bisschen euch wohlfühlt mit Bildern und auch Plakaten, die wir hier hängen haben, Bilder, wie gesagt, und auch unsere Stars und Sternchen, die jemals hier gewesen sind oder mit denen ich persönlich mal was zu tun hatte. So, wie gesagt, das ist hier die Arbeitsabteilung, hier wird gearbeitet, ihr seid total recht herzlich hier willkommen im Copy Medienhaus, die Medienecke kennt ihr auch mittlerweile. Aber wollte ich nur gesagt haben, noch günstiger geht nicht, noch mehr Komfort geht auch nicht, noch mehr Hilfe geht auch nicht. Hier wird geholfen, wo wir nur können. Wie gesagt, gerade einer Kunststudentin auch geholfen, die ist mir bald über den Stuhl gefallen, wie ich den Preis nannte, ey, wie so wenig, ja, so wenig, weil viele nehmen schon 3 Euro nur für den Stick, hier einen Stick reinstecken, kostet schon 3 Euro. Bei uns nicht reinstecken, fertig machen. Wir haben genügend Kopier, also wir haben genügend Programme zwecks Unterstützung, zwecks Pro und so weiter. Also hier wird, ich habe auch gerade hier alles gelöscht. Hier waren gerade 43 Arbeitsaufträge, hier waren 133 Arbeitsaufträge. Gerade alles wieder auf Null gesetzt. Und dann die junge Dame, sie sagt, komm, ich mache sogar Werbung. Ausnahmsweise an sich mache ich gar keine Werbung, weil die Leute, die das sehen, wohnen hier nicht, aber solltet ihr mal in der Nähe sein, könnt ihr hier, wie gesagt, die Ausdrucke, wie gesagt, hier werden die Ausdrucke gemacht und drüben werden die Bilder und Fotos und Filme gemacht. Die Welt ist nicht mehr dankbar, das ist klar, da kann ich machen, was ich möchte, aber man sieht ja anhand der Bilder, die hier hängen, überall, das sind alles hier die Bilder, die wir machen, ja, das ist eben halt so, hier ist alles okay, ja, das ab 20 Cent, also noch tiefer geht nicht, also auf keinen Fall, ja,
Wenn ihr in irgendeinen Discounterladen geht, die werden euch versteckt, wirklich, die werden euch versteckt das Geld aus der Tasche ziehen, was hier nicht gemacht wird. So, ich bedanke mich total recht herzlich für alle die Besucher, für alle Schauspieler, für alle die Cobra 11. Wir haben ja auch alle den Prashant und andere. Wie gesagt, wir haben hier so viele Sachen gemacht. Da kann man, ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben viele Sachen gemacht, wir machen auch weiter viele Sachen und werden hier auch einige Ausstellungen machen, nicht nur für Star Wars. Star Wars geht jetzt zu Ende in meiner Fakultät. Star Wars erwacht neu. Ob ich da was mache, weiß ich nicht. So, wie gesagt, ihr seid hier in der Kopierecke. Hier wird also kopiert, gemacht und getan. Und wer zufrieden ist, da freuen wir uns. Ich auch. Euer Admin hier und ja, da kann ich nicht mehr, kann ich gar nicht sagen, ihr könnt hier arbeiten. Hier kommen extra Leute aus Mülheim, hier kommen sogar extra Leute aus Herten, um hier zu arbeiten. Ja, weil die wissen, dass hier alles gemacht wird und dass der Preis human ist. Vor allen Dingen sind wir eine Art Familie und es macht unheimlich viel Spaß. Und ich freue mich auf jeglichen Besuch, der hier in dieses Copy-Medienhaus kommt. Die ganzen Stars und Sternchen auf der Seite, die normalen Bürger und Stars und Sternchen hier. Ich finde es super toll, wenn hier einer sitzt, ein Star, und hier ist ein Normalbürger und guckt, ist das, ist es nicht, oder ist sie es, oder ist sie es nicht. Ich finde es super toll. Ich bin dann immer ruhig. Wenn der Kunde mich dann fragt, sage ich, ja, das war Henning Baum, oder das war Prashant, oder das war ja Wendler, ach, wie die alle geheißen haben. Na, und ob die anderen von Cobra 11 jemals hier sitzen werden, weiß ich nicht. Das ist Köln. Köln ist nun mal nicht die Stadt Essen. So, das war's von meiner Seite aus, euer Medienkanzler. Und es freut mich wirklich, wenn ihr hier vorbeikommt, arbeitet, euch wohlfühlt, wenn euch das Ambiente Star Wars gefällt. Weil Ambiente Polizei, Ambiente Cobra 11, da gibt es ja leider nichts. Wir müssen ja was ausdenken, irgendwie die Polizeistation irgendwie nachbauen oder so. Es gibt leider nichts. Hier Star Wars gibt es ja genügend. Da kann man hier so drapieren machen. Landen im Dungeon, das Finanzamt, als Haus, dann die Flugzeuge, Cobra 11 als Bilder. Das kann man ja schon machen, aber von Cobra 11, da gibt es halt nicht allzu viel. Vielleicht will ich irgendwann mal hier die DVDs drapieren oder so. Keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Also jedenfalls seid ihr total recht herzlich eingeladen hier in diesem Copyhaus, wo es wirklich human zugeht, wo auch die Preise und hier wird auch darauf geachtet, dass die Kopien so kommen, so entstehen, wie ihr sie auch braucht und wie alles auf irgendeine Art auch sein soll. So, ich werde sicherlich auch irgendwann mal wieder Sachen machen, dass die Leute das mitnehmen können. Im Moment habe ich nur normale Ausdrucke. So. Es freut mich, dass der Prashant sich freut. Er hat von mir die Sachen bekommen, ja, zum Austeilen in Göttingen. Also wie gesagt, ich bemühe mich hier tollen Service euch auf den Weg zu bringen, damit ihr euch wohlfühlt. Wie gesagt, hier waren so viele, auch Dr. Dent mit seiner Aktion war hier und wir haben vieles gemacht. Viele kommen spontan, manchmal muss eine Bühne, manchmal muss eine Requisite hergestellt, umgestellt oder gemacht werden und manchmal muss ich improvisieren, so wie jetzt, einfach rein, einfach vor die Kamera arbeiten und dann versuchen, eine gute Geschichte daraus zu machen. Auch das wird hier gemacht. Also, ihr seid total recht herzlich willkommen hier in diesem Copyhaus. Ich bin der Medienkanzler, AWR Movie. Ich bin nicht nur für Film und Fernsehen zuständig, auch nicht nur für die Gruppe Cobra 11, auch nicht nur für die Gruppe Star Wars, sondern wir können hier auch andere Sachen machen. Also, wie gesagt, hier haben schon einige Stars und Sternchen gesessen, die ihre Sachen halt eben inkognito privat gemacht haben. Ich bin für Hubert und Staller jetzt ohne Staller. Dann, wie gesagt, die anderen, die jemals hier waren. Ich werde auch hier eine wunderschöne Sache wieder irgendwie machen, dass es so eine tolle Sache wird, damit sich die Kunden hier auch wohlfühlen. Meistens geht es ja ruckzuck, so wie jetzt gerade auch. Es muss hier so ein Kunstwerk eben erstellt werden. Wir haben auch diverse Programme, um es nochmal eben kurz zu bearbeiten und dann ausgedruckt. Die junge Dame war hellauf entzückt und so muss es sein. Und wenn ein Gerät mal defekt, wird auch sofort angerufen und dann will man hoffen, dass das Gerät auch wieder funktioniert. Es geht jetzt auf Weihnachten zu. Ich habe auch gerade schon die ersten weihnachtlichen Sachen gesehen.
Ich habe auch gerade die ersten weihnachtlichen Dekorationen gesehen, die ich mir jetzt vielleicht vor Auge auch anschauen werde, also privat. Und ich möchte mich einfach nur bedanken für alle, die jemals hier gewesen sind, die ganzen Stars und Sternchen und dann vor allem die ganzen Cobra 11 Crewmitglieder und so weiter. Es freut mich, dass ihr hin und wieder mal hier erscheint, Hallo sagt oder irgendwelche Sachen, direkt auch Ausdruck, Fotos, Film. Ich fand auch den super Auftrag super mit dem Bürgermeister hier der Stadt Essen. War auch eine wunderbare Geschichte, die ich da machen durfte. Und das Schöne ist ja, wenn man nachher ein Dankeschön bekommt, dass man gut gearbeitet hat, dass man nicht aufgefallen ist. Ich meine, bei einer sogenannten Beerdigung, die Kirche ist voll, mit Kameras arbeiten, den Leuten nicht zu nahe kommen, den Ton richtig finden und daraus eine wirklich eine tolle Geschichte machen, ist schon eine tolle Geschichte, wenn man dann honoriert wird. Nicht nur bezahlt wird, meistens nehme ich auch nicht so viel Geld. Das ist alles human, das soll passen. Solange es mir auf eine Art gut geht, soll es euch auch allen gut gehen. Und wie gesagt, es geht hier nicht nur ums Geld, es geht hier auch um Flair, es geht hier darum, dass die Leute zufrieden sind. So wie jetzt die Künstlerin. Die Künstlerin hat gerade Sachen gemacht und wunderbar ausgedruckt. Wie gesagt, ich habe aber einen kleinen Fehler gesehen, da habe ich gesagt, komm, die Maschine muss morgen gewartet werden. Ich werde morgen früh den Monteur anrufen, dass er das fertig macht. Und dann wollen wir weiter schauen. Also ich bemühe mich, dass alle zufrieden sind. Alle geht nicht, aber ihr versteht, was ich meine. Ich versuche, dass es dem Kunden gut geht, dass er die Sachen bekommt, weil ein Copy oder ein Film, ein Foto, ein Bildnis hat ja eine Bewandtnis für so manchen Kunden. Wahrscheinlich, wie gesagt, träumt er auch gerade. Ist also auch wunderbar gemacht worden. Nils Bonometti hatte dieses Foto gemacht und ich habe es dann auf A3 ausgedruckt und da, wie gesagt, hingehängt. So, wir waren also, wie gesagt, Atelier hängt da auch gerade. Cobra 11 da oben im Einsatz hängt auch gerade. Ja, K&K, Künstler helfen Künstler, das ist unsere Überschrift und das bleibt auch so. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Das war jetzt so eine Art leichte Werbung für uns, beziehungsweise ein Dankeschön. Dankeschön für die Leute, die halt Danke gesagt haben, also die sich freuen. Ja, es freut mich, dass Leute sich freuen, dass das, was wir gemacht haben, also auch angekommen ist, dass die Leute sich wirklich freuen, dass man ihnen hilft und dass sie, also ich habe hier so viele Künstler, die ich, oder denen ich schon geholfen habe, und die sich sehr oft bei mir bedankt haben. Auf diesem Weg bedanke ich mich halt jetzt für alle, die hier waren. Ja, Dankeschön, dass es euch gibt und ich freue mich, dass ihr es gut heißt, dass ich meine Arbeit so gut mache, dass ihr zufrieden seid. Für mich ist wichtig, dass ihr zufrieden seid und damit nach Hause geht, was ihr braucht. Eine einfache Kopie, eine gute Kopie, eine gehobene Kopie, Bildnis, Herstellung, so wie das jetzt gerade. Ein Apple ist auch da im Notfall. Also, mehr geht nicht. Ich freue mich, wie gesagt, jetzt auf Weihnachten. Ich freue mich jetzt auf Star Wars und Fernsehen bzw. Kino. Ich freue mich auf Cobra 11, die neue Serie, die jetzt angefangen hat. Ich freue mich auf TV Now. Ich freue mich auf die Unterhaltung. Mehr geht nicht. Freuen, sich freuen, ist das Wichtigste im Leben, finde ich. Für alle, die, wie gesagt, sich nicht gefreut haben, tut mir natürlich in der Seele weh, wenn ihr euch nicht freut, aber Freude schenken, ja, ich finde auch Dr. Dett super mit seiner Idee da, dem habe ich auch gratuliert zu seinem Geburtstag, mehr kann ich auch nicht tun, also es freut mich schon, dass ihr euch freut und ich freue mich, wenn ich euch helfen kann und es freut mich, wenn Leute wirklich das Produkt in der Hand haben, was sie sich wünschen und sagen, wow, ja, sie sagen wow und das ist für mich wichtig, dass die Leute sagen, wow, wie ich jetzt wow sage und mich verabschiede. So, ich war gerade in der sogenannten Computer-Ecke und habe euch Laudatio, Dankeschön und euch auch gezeigt, dass man hier mit dem Computer arbeiten kann. Hier sind die
sogenannten Kopiereinheiten, die mit 64 Bit arbeiten, die eine hohe Dichte haben, die gewartet werden und von der Firma Toshiba. Die Toshiba-Geräte, demnächst möchte ich halt Samsung-Geräte haben, damit ihr mit euren Samsung oder anderen sofort hier arbeiten könnt. Sollten die Geräte perfekt sein, werden die Geräte natürlich auch sofort gewartet und werden dann halt auch wieder instand gesetzt, damit ihr da, wie gesagt, mit arbeiten könnt. Ja, wie gesagt, ihr findet das Ganze, indem ihr einfach Copyshop Frohnhausen eingebt. Demnächst könnt ihr auch das Ganze hier in einer sogenannten 3D-Umgebung euch anschauen. Ich werde mich bemühen, damit es noch schöner wird. Damit ihr, wenn ihr da euch das anschaut bei Google, Google Maps, dass ihr ja auch seht. Also wie gesagt, wir arbeiten in dem Club, Cobra 11 Club. Wir finden Cobra 11 gut seit 1996. Wir haben natürlich auch Star Wars, ist klar. Aber Star Wars hat nun mal nichts mit Cobra 11 zu tun. Aber sind halt zwei Clubs, Cobra 11, Star Wars. Und wie gesagt, wir haben zwei Straßen hier. Einmal die Kopierstraße, die also Digitaltechnik mit 64 Bit, 1200x1200 dpi arbeiten. Dann haben wir die Computerstraße, wo jeder arbeiten kann, in Ruhe arbeiten kann. Ich habe sehr viele Kunststudenten, die ihre künstlerischen Sachen hier bearbeiten mit 64 Bit Farbtiefe und Digitaltechnik. Wie das ausschaut, noch einmal Copy Shop Frohnhausen eingeben bei Google und dann würdet ihr es sehen. So, ich habe eine Stilly Spezialkamera, die ich jetzt mal in Betrieb nehme. Die bleibt immer gerade, wenn ich spazieren gehe. Hm, merkt ihr schon, ne? Die wackelt nicht oder so. Da oben ist der Praschant, da sind die Bilder, da ist Adelaide, ja, der Semir sozusagen. Also ich begrüße euch total recht herzlich hier. Ne? Wie gesagt, die Kopierstraße, die Straße, wo ihr arbeiten könnt, ja, bis hin zu Star Wars. Ups, zu Star Wars hier, bin ich besoffen oder so, bin gerade ausgerutscht. Hier ist die Star Wars Geschichte. Wie gesagt, wir machen auch Plakate. Hier ist dann, wie gesagt, die Star Wars Ecke. So sehen die Bilder aus, die wir ausdrucken. Ja. Hier haben wir so eine Sonderecke mit Star Wars Bildern mal gemacht. Die gibt es nur hier, einmalig gemacht. Wir haben noch ein paar Restanten hier. Natürlich könnt ihr natürlich bei Amazon einkaufen, weil Amazon ist 100 mal billiger, aber wir geben dieselben Preise wie Amazon. Wir haben also auch Kunstdrucke, hier so Kunstdrucke, dann machen wir auch solche Kunstdrucke. Ne? Also wir bemühen uns schon, dass das hier eine tolle Geschichte wird. Ne? Wir können natürlich noch viel mehr machen, das ist richtig, aber im Moment machen wir nicht viel mehr. Wir laden euch total recht herzlich ein, wer Lust hat, Filmclub, nicht nur diesen sogenannten Filmclub, nein, Cobra 11 auch und mehr geht nicht. Wir haben ein About Me Studio, wo jeder was machen kann, habe ich euch sicherlich schon mehr als einmal gezeigt. Jetzt mache ich das hier nochmal im About Me Studio. Wie gesagt, das ist eine Steadicam, mit denen arbeiten wir auch. Das heißt also, wir können mit so einer Kamera rumrennen, hinter einem herrennen, es bleibt immer gerade. Wir haben humane Preise, mehr geht nicht und mehr Werbung mache ich auch nicht. Macht's gut!